Willkommen zu einer weiteren oder immer noch gleichen, man weiß es nicht genau, Folge Pokémon Go. Wir sind aus der Alola-Tauschsektion jetzt mal gewandert zur Anti-Alola-Tauschsektion und deshalb gibt es jetzt mal die normalen Formen von Slimer, Sandan und Co. im Tausch in der Hoffnung auf Luckys. Und mal schauen, wie weit wir kommen natürlich. Hinter uns der Dino, der ist auch lucky, wie man sieht. Man sieht seinen Kopf nicht, denn der ist hinter meinem Kopf. Vielleicht musst du ihm den Hut aufsetzen, dann ist er lucky, auf jeden Fall. Möchtest du noch was sagen? Ich finde, es ist alles gesagt. Auf geht's zum Traden. Auf geht's! Tangegram mit deiner Klick, weil ich wissen will, wer du bist. Jeder zeigt mit dem Finger auf dich und ich denke mir, komm, jetzt battle diese Bitch. Ich gebe dir ein paar Hits, die mieses im Bretter ins Gesicht. Doch ich hab dich mit deiner Ma verwechselt, weil du siehst ihr ähnlich. Es anlege das Mädel schäbig, spende der Note Kleistern wie Tapeten und das wegen einer Rede. Und wenn wir uns wieder begegnen, du kannst dich gerne wieder widersetzen. Doch ich muss gestehen, ich hatte dich diesmal mit ihr verwechselt. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund, wir sind total kaputt. Wir kommen nackt in dein Haus, schieben dir Möhren in den Mund. Bock auf Bio-Joghurt? Ja! Bock auf Bio-Joghurt? Mach mal kurz den Mund auf. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund, wir sind total kaputt. Wir kommen nackt in dein Haus, schieben dir Möhren in den Mund. Bock auf Milchshake? Ja! Bock auf Milchshake? Ja! Bock auf Milchshake? Du musst nur kurz schütteln. Verteidigung stark. Verteidigung 15 einfach. Da, 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 da. Und jetzt haben wir schon die Hoffnung aufgegeben gehabt. Extra noch entwickelt, damit wir einen Kokowai tauschen können. Oh, ja. Und das letzte Pokémon in dieser Folge, was getauscht wurde, nochmal ein Glücks-Pokémon, ein Kokowai. Richtig cool. 2198. Aber er hat natürlich gleich 2307. 2307 mit sehr guten IV sogar, wie ich gehört habe. Kannst mit allen aufnehmen, KP-Wert wirklich hoch. Und bei dir? Bester Satz auf Verteidigung, also Verteidigung 15. Verteidigung 15. Das ist natürlich cool, hat auch schon gleich über 2000, also 2300. Das kann sich natürlich sehen lassen. Noch richtig cooler Abschluss für diese Folge. Wir müssen los, in 5 Minuten geht nämlich noch ein 5er-Raid auf. Und den nehmen wir auch noch mit, aber den werdet ihr nicht sehen. Also bis dann, bis zur nächsten Trade-Folge oder wenn wir wieder mit Filippone unterwegs sind, Filippone Calzone. Ja, bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. So, jetzt habe ich Filippone kurz aus den Augen gelassen, weil ich mal austreten musste. Aber wir suchen ihn jetzt nochmal und wollen noch einen Spezialtausch durchführen, was ganz Besonderes. Und wenn man ihn finden will, man muss einfach nur den Pizzaschachteln folgen. Denn der isst gerne Pizza. Da hat er noch was getrunken. Da liegt die nächste. Es ist nicht mehr weit. Wir kommen immer näher. Das verrät mir mein Instinkt. Da, die sind sogar schon offen. Wunderbar. Oh, und hier geht's richtig ab. Hier, da ist er wohl ganz frisch erst gewesen. Da quillt schon alles über und ach, da steht er doch, als hätte ich's gewusst. Hallo. Warte mal nicht. Guten Tag. Nein, das war natürlich nur Spaß, aber wir wollen jetzt natürlich noch einen Spezialtausch durchführen, was ganz Besonderes. Und wir haben lange überlegt, nimmt er einen Dragoran, was vielleicht jetzt mit neuen Raids daherkommt und deswegen er doch noch lieber wartet, denn das mit dem Bisaflor ist ja nichts geworden. Was kann man sonst noch nehmen? Alles kommt zurück, aber wir haben uns geeinigt und deshalb wird es jetzt die liebe Gudrun sein in der roten Edition. Also ein Groudon. Du stehst da, das passt. Hier noch weggedrückt. Hast du mir schon eine Einladung geschickt? Die ist unterwegs. Die ist unterwegs, wunderbar. Und ihr wisst alle, ich sammle in letzter Zeit natürlich Shinies. Mache jetzt mit den zweiten Accounts immer nur Einer- und Zweier-Raids, damit ich die ganzen Shinies noch mitnehmen kann. Aber der nette Herr hat natürlich ein Makuhita für mich übrig. Und deshalb kriegt er hier ein Groudon mit 2800. War das ein Pferd? Das war ein Pferd. Das war mein Pferd. Sonst sagt man immer, ich glaube, mein Schwein pfeift, aber nein, mein Pferd wird. Und deswegen geben wir ihm hier ein 2831er Beta geboostetes Groudon aus Kloster Fessra für einen Shiny Makuhita. Das kostet 80.000 Sternenstaub. Spezialtausch, einmal am Tag möglich. Vielleicht wird es ja auch glücklich. Mal sehen. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Jetzt geht's los. Haltet euch fest. 2 Bonbons bekommen. Darauf kommt es natürlich an.
drücken die Daumen, wir drücken die Daumen und... Laber. Was? Ach nee, das ist... Nein, das ist normal, das ist nur bei Shiny. Das ist jetzt umgehauen. Bei dir neuer Eintrag gewesen? Neuer Eintrag gewesen, wunderbar. Hat's denn wenigstens... 2818 ist wahrscheinlich schlechter. 2818, aber trotzdem neuer Eintrag. Und er freut sich natürlich immer noch, wenn Graudon nochmal zurückkommt und man es auch in seiner schillernden Variante dann vorfindet. Aber bis dahin hat er erstmal das, mit dem er ein bisschen spielen kann. Und wir denken, das war's erstmal. Peace out, vorhaut, euer Ramses. Und Philippone, servus. Und Philippone, bis zum nächsten Mal in einer Spezial-Trade-Folge.